Es ist minus 4 Grad. Ich stehe hier am schwarzen Ort in Biebesheim. Ein Glück, meine Schiffchen fahren wieder. Da ich etwas spät komme und es schon stark dämmerig ist, kann ich leider hier von diesem schönen Schubverband den Namen nicht mehr lesen. Da hätte ich mit meiner großen Kamera kommen müssen, aber wie der Kamera mit Stativ aufbauen und so weiter und so fort, das ist mir dann zu viel Act und das bei der Kälte, das brauchen wir nicht. Ja, der Hochwasserspuk ist offenbar rum. Wir haben jetzt um 17.30 Uhr Wasserpegel Worms 397 cm. Was heute auch besonders ist, es sind richtige Wellenberge, die hier am Rhein zu sehen sind. Also, ja, das erscheint mir schon ein bisschen außergewöhnlich. Ja, die Schiffe fahren wieder, das freut mich richtig. Ja, wer sagt's denn, da kommt wieder ein schönes Schiffchen bergwärts gefahren. Es handelt sich um die Elysium. Es ist ein Frachtschiff. Es ist 80 Meter lang und 11 Meter breit. Das schöne Schiff fährt unter belgischer Flagge mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 6,3 Knoten. Das entspricht 11,668 Kilometer in der Stunde. Und noch ein schönes Schiff fährt bergwärts, allerdings ist es hier jetzt auch zu dunkel und das Ganze etwas klein geschrieben. Ich kann also den Namen des Schiffes leider nicht erkennen. Ach ja, heute Nacht soll es bei uns minus 10 Grad werden. Ganz schön kalt das Ganze. Danke fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund. Und tschüss.